Ja, kann ich mal einen Moment was zeigen? Das ist also die Familie ohne Vater. Können Sie die benennen auf dem Foto, mit den Menschen? Bitte? Können Sie die benennen, die Menschen auf dem Bild? Natürlich, das Wer ist sind ganz links? also, das ist meine Mutter. Das ist die älteste Schwester. Wie hieß die? Die heißt Gerda und lebt seit 1953 in Kanada. Hat dort geheiratet. Das ist meine zweitälteste Schwester, heißt Ingrid. Mit der habe ich also sehr engen Kontakt. Wir telefonieren jeden Abend miteinander. Das ist mein Bruder. Wie heißt der? Der heißt Dietrich. Das bin ich. Und das ist meine jüngste Schwester. Die war damals, die heißt Elke. Die war damals, na Moment, ungefähr 6 Wochen alt. Also dieses Foto ist entstanden zum 10. Hochzeitstag meiner Eltern. Die haben 1929 geheiratet. Und Mutter hat also dieses Foto machen lassen, 1939, zum 10. Hochzeitstag für unseren Vater. Deswegen ist der auch hier nicht drauf. Als Kinder kriegt man mal zu hören, der ist hinterm Vorhang. Ja, wo wird's denn immer erzählt? Also waren Sie richtig beim Fotografen im Studio, um das Bild machen zu lassen? Ja, wir hatten im Haus war ein Fotograf, also ein Fotogeschäft. Und der hat dieses Foto gemacht. Dieses Fotogeschäft ist natürlich nicht mehr da, wie das ganze Haus nicht mehr da ist, aber ich glaube, der Sohn war es, der hatte noch ein Foto geladen, auch in der Kirchstraße, aber mehr runter, da unten an der Ecke ein Mobil. Hat er noch den Namen und ich, als ich noch im Dienst war, habe ich da mal angehalten, um zu fragen, ob vielleicht noch Negative von diesem Foto da sind. Denn dieses Bild hier hatte nur meine Schwester hier, die ältere. Und jetzt gibt es ja inzwischen die Möglichkeit, von so einem Positiv entsprechende Kopien zu machen. Das habe ich dann hier in der Müllerstraße gemacht. Und das ist also die Kopie und die ist also fast so, wie als wenn es gestern fotografiert wurde. Ne?